Hallo? Hey. Hey. Hi, ja, wir sind jetzt wieder hier und wir machen coole Dinge. Ja, hallo. Bitte töte mich Ja. nicht, das ist nicht so nett, wenn die mich umbringen wollen. Es geht weiter und ich weiß nicht genau, was wir tun müssen, aber es hat was mit dem Ei zu tun. Ja, hey. Das hier der Dude. Ja. Ist das eigentlich immer der gleiche Dude oder Ich sind das glaub schon. verschiedene? Hey, guck. Er will einfach überall nur sein Buch lesen und Conker geht Ja. ihm auf die Nerven. Mach's Ich nochmal glaube bitte. aber, du musst tatsächlich von der. Ich glaube, du musst irgendwie von da ganz Oh. oben auf das. Oh, Nee. nee, doch nicht. Das reicht schon, wenn ich so Oh, mache. okay. Ah, ich verstehe schon. Wir müssen es ausprobieren. Gut, ist jetzt das natürlich. Ja, klar. Ja, klar. Sometime Ich liebe dieses Spiel manchmal für seine Randomness. Ja. Whatever it is, aber ich hab's ausgebrütet. Oh Gott. Hallo. Oh, sweet. Hi. Na komm. Ah. Oh nein. Du musst doch das kleine. Mamme? Ja. Oh, hi. Mamme. Du musst doch das kleine Dings hier nicht etwa Nein, verdammt. wo denkst du denn hin, Daniel? Also Aber wirklich, so sind wir doch nicht. Also ich komm her, bin mir nicht na sicher, komm. weil, also Conker würde ich alles zutrauen, von daher. Na komm. Er sieht. Ja! Ja. Das haben sie verdient. Jetzt hat sich's Na komm. ausgeugert. Komm schon. Kannst du ihn irgendwie anlocken? Nee, kannst du nicht, ne? Ja. Hello! Das ist süß. Ja, so wie Knochen. Auch wenn er irgendwie ein fleischfressender Tyrann ist, wie wir sehen. Oh, oh. Kann ich meinen Nein! eigenen. Ah! Psst. Ja, Ah. frisch ihn auf, Baby! Kann Wie ich nennen meinen wir ihn? eigenen Dino großziehen? Wir nennen ihn Erik. Warte mal, ich will ihn. Nein, ich werde ihn nicht Erik nennen. Ich will ihn nicht so nennen. Okay, wir nennen ihn. Jimmy. Jimmy, ja, okay, Jimmy klingt gut. Er sagt auf jeden Fall Jimmy the Hello. Dinosaur. Okay. Komm mit, kleiner Kerl. Kommt er? Na also, na komm. So, jetzt gerade ich. Ich hoffe, er folgt mir. Wenn nicht, dann ist das nicht schlimm. Alter. Na komm, Jimmy. Alter. Na, passt doch. Uiuiui. Hallo. Da ist er. Na, Guck dann wollen mal wir an. mal. Na, du? So. Ah, guck mal hier, voll toll. Ja, lecker, lecker, ganz viel lecker. Ich hoffe, er hat sich nicht verbrannt. Oh, nee, das ist falsch. Warte, ich muss ihn andersrum führen. Moment, Kleiner. Wie rum musst du ihn Na, eigentlich? komm mit hier. Hier rum. Da muss er Ah, hin. darum. Komm. Das kommt doch endlich. Komm schon, du Scheißvieh. Schiebes. Komm, mach dir mal eine Sekunde nicht das, was du willst. Komm schon, du Scheißvieh. Du bist ein super Vater. Ja, ich weiß. Na komm. Ja. Das war keine Zeit, dich am Ohr zu kratzen, wenn du überhaupt sowas hast. Komm. Oh Gott, das hat mich fast erwischt. Wegen dir wäre ich fast draufgegangen, du kleines Drecksbalg. Ja, komm. Ja, jetzt hab erstmal was zu essen. Ja. Lecker, lecker. Nom nom nom. Daniel? Ah, es scheint so, als wäre Daniel irgendwie weg. Ah, das ist aber echt mal interessant. Vielleicht sollte ich pausieren. Ja, okay. Aber Moment.
Ich lasse ihn das hier noch essen. Weil wir wollen ja nicht ohne Daniel weitermachen. Ne? Natürlich nicht. Also dann bis gleich. Ja, da ist er gerade hinfort. Upsi. Naja, okay. Dann, ja, dann pausiere ich mal kurz. Ja, hallo. Hey, da bin ich wieder. Ja, mein Discord meinte kurz, müsste sich verabschieden. Es war nicht mein generelles Internet, sondern mein Discord, weil irgendwie alles funktioniert hat, nur Discord nicht. Keine Ahnung. Komische Discord-Dinge, die ab und zu passieren. Aber hey, immerhin habe ich eine flüssige Bildschirmübertragung von Claudio. Muss ich übrigens auch mal erwähnen, ja. Also, dass deine Bildschirmübertragung heute komischerweise vollkommen lagfrei ist. Die läuft ja, das kommt davon, dass ich meinen PC halt wirklich wieder säubert, also entstaubt habe. Und jetzt hängt es nicht mehr so. Komm her, du Kleiner. Ich weiß, der kleine Mann frisst dich erstmal satt. Ja, das kann er gerne machen. Er soll sich halt erstmal hier hinstellen. Ja? Genau, wir werden ihn jetzt hier in. Also das ist jetzt quasi, damit er erwachsen wird. Nein, das ist, wir bringen ihn einfach eiskalt um. Ja. Kommt er auf den, okay. Scheiß Fickvieh, ey. Stirb jetzt einfach, ey. Tschüss. So ein Arschloch. Ich komm gerade so ein. Ich liebe ihn. Oh Mann, ey. Funny. Ja, das mussten wir tun, weil Blood for the Blood Gold, Lord of the Sieht eher aus wie ein Krokodil, wenn du mich fragst. Irgendwie ja schon, ja doch, du hast eigentlich recht. Das sieht schon hart nach einem Krokodil aus. Aha. Banner wäre auch noch zerquetscht worden. Wo kommt der denn her? Hä? Bin schon immer hier gewesen. Ich find's schön, er begleitet. Okay, ich find's schön, er begleitet uns halt schon die gesamte Zeit. Lass mich! Au! Ah, oh, shit, du hast sie wütend gemacht, weil du den. Ah, nee, doch nicht. Nee. Also. Du bist ihm nur zu nahe gekommen. Ich find's schön, dass er uns seit am Anfang dieses Spiels begleitet. Ja, und er hilft uns jedes Mal. Ja. Er ist niemand, der uns irgendwie den Weg blockiert oder der einfach nur da ist, sondern ja, er ist sogar Geld hier unten. Er ist auch noch eine große Hilfe. Ja. Er ist sogar Geld für unsere Gräueltaten eigentlich. Das ist so. Aber sie machen das auch sehr gut. Sie haben diesen Dino absichtlich so süß gemacht. Damit man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man ihn umbringt. Aber man muss immer bedenken, wenn man sowas tut, man spielt gerade Conker. Schlechtes Gewissen, was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wovon das Ding haben wir doch nicht mal. Das Ding haben wir gerade mal so 5 Minuten lang gekannt, meine Güte. Ja, wer war seine Mutter? Interessiert mich doch einen Scheißdreck, ey. Weißt du, in der Tierwelt, da gibt's genug Fälle, wo die Mutter irgendwie ihre eigenen Jungen isst. Naja. Aber wir haben ihn nicht gegessen, wir haben ihn brutal zerquetscht. Ach, das gehört dazu. Oh, what the fuck? Ja, erstmal. Davon wusstest du noch? Das wusste ich noch, ja. Weil ich ewig daran gehangen habe, was ich als nächstes tun musste, weil ich nicht wusste, dass ich in die Nase durchhaue. Achso, man kann da gar nicht rein, da unten, oder was? Nein. Aua. Ich bin runtergefahren. Ich muss gleich nochmal hoch. Ich dachte, das wäre irgendwo. Das war ganz ich dachte, knapp. Das wäre irgendwas guck, Verstecktes. Wenn ich hier versuche, hochzugehen. Oh. Ah, okay. Ich rutsche runter. Hey, lass mich nochmal hoch. Interessant. Oh shit. Oh nein! Oh Gott, schlechter hätte es echt nicht laufen können. Das ist echt so. Okay, ich probier's nochmal. So, bitte umdrehen. Oh. Oh nein. Oh. Alles gut. Okay. Ich muss jetzt nur die Kamera ausrichten und hoffen, dass er nicht pustet, während ich da drin bin. Ja. So. Okay. Jetzt passiert nämlich das hier. Oh nein.
Aber das überlebt Cocker. Das überlebt natürlich. Weißt du, das ist mit einer solchen Geschwindigkeit gewesen. Das kann er nur überlebt haben. Oh das shit, ist... geht weg, ihr Irren. Na, die sind egal. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Oh, pass auf den Zipfel auf. Das Zipfel. Der Zipfle. Nennt man das? Ja, und du Zipfle? Hast dich treffen lassen. Ach, scheiß drauf. Ich glaube schon irgendwie Zäpfchen, ja. Mal sehen, ob hier, Was? Er hat noch mehr davon. Das ist jetzt gruselig. Das ist wirklich gruselig. Welche Richtung, Daniel? Links oder rechts? Links. Okay. Links ist immer der bessere Weg. Oh, okay, das ist deine Schuld. Das habe ich nicht gesehen gehabt. Jetzt aufpassen. Okay. Oh Gott, da ist ja noch eins. Ich darf nicht mehr. Ja, das ist eklig. Okay, aber warum sage ich das eigentlich nach all den Spielstunden immer noch? Es ist eigentlich sollte es normal sein, dass wir haben schon eklig Dinge getan. Das ist okay, Alter. Das ist doch nichts. Hey. Wer ist das? Fred Feuerstein. Na, der Typ ist tot. Hoffentlich. Naja. Auf jeden Fall jetzt eine coole Kopfbedeckung. Warte, wo bist du da gerade? Ach, du bist in dem Raum, wo das Ei war. Das kann gut sein. Jetzt ist die Frage, wohin muss ich? Muss jetzt da runter? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich hüpfen und dann irgendwie etwas auslösen. Oder auch nicht. Oh, ich bin runtergefallen. Nun! Das hat den Tod für mich bedeutet. Ja, das ist richtig. Hallo? Ich denke, du musst einfach auf die Stelle wieder runterspringen, wo das Ei war. Und dann musst du irgendwas mit deiner neu gewonnenen Kopfbedeckung tun. Vielleicht kannst du die Typen... Tod dadurch. Was? Nein! Da? Hä? Da unten war das Ei. Normalerweise stirbst du da. Solltest du da nicht sterben. Irgendwas anderes. Wahrscheinlich muss ich einfach nur die Kopfbedeckung haben und irgendwo anders hin. Oh, ich gebe wieder zurück. Wahrscheinlich kann ich jetzt durch den Türsteher durch. Oder so, weil ich jetzt die Kopfbedeckung trage oder so. Hoffentlich. Welcher Türsteher? Ja, dieser steinige Türsteher. Es gab... Oh, da war ein Türsteher. Kann ich da durch? Ich glaube nicht, ich will es nicht herausfinden. Ich geh nochmal auf die andere Seite. Oh, oh. Daran hat ich mich nicht gehört. Ich denke, du hättest da gerade eben einfach drüber fliegen können. Meinst du? Weiß ich nicht. Ja, das will... Oh Gott. Okay, das... Jetzt musst du aufpassen. Denk an das kleine Zäpfchen, was da so direkt am Eingang hängt. Ich weiß ja nicht, ob man davor oder das war sogar richtig. Ich muss sogar wieder zurück. Bist du jetzt ihr Anführer? Hoffentlich. Das wäre ganz cool. Das ist quite comfy, ne? Oh. Oh. Oh, not these guys again. Dabei hast du die gleiche Kopfbedeckung an wie sie auch, oder? Ja. Ich glaub schon, oder sie ist irgendwie besonders. Oh yeah, jetzt helfen die uns, die Steinleute umzubringen. Ja, ja, bietet mich an. Eigene Armee. Meine eigene Armee. Ja. Wollte ich schon immer mal haben. Jetzt ist es endlich Zeit, Nackenklatscher zu verursachen. Folgen die mir? Ah, die folgen mir wirklich. Aber sie sind eine KI, wie sie sein sollte. Nein, die sind einfach geistig behindert, aber ist okay für Höhlenmenschen. Meine Güte. Ja, ist das denn eine geistige Behinderung, wenn ihr sind kognitiv limitiert. Okay, das klingt besser. Ich glaube, das heißt auch nur geistige Behinderung, aber das ist okay. Könnte man so deuten, ja. Kannst du die beiden auch noch rekrutieren, warte. Oder? Okay, lol. Alter, du hast sie verloren. Wo sind die Typen denn hin? Hey. Leute, einmal mit kompetenten Mitarbeitern, bitte. Du musst sie irgendwie da rauslotsen.
Ich nehme sie einfach mit und hoffe, dass eine Cutscene getriggert wird und sie einfach neben mir spawnen. Ich glaube nicht. Ich hoffe einfach mal. Ich glaube nicht. Ich denke schon. Das ja, sag ich doch. Verdammt. Okay. Okay, aber sie sind trotzdem noch nicht da. Leute? Leute? Ich denke, du sollst die Typen niederhauen und die greifen die dann an normalerweise. Wahrscheinlich. Okay, die sind halt doch nicht da. Nö. Ah, du musst sie dir holen. Warum kommt ihr nicht einfach mit? Seid ihr ja, es war eh klar, dass das die Mission ist. Das ist wahrscheinlich sogar absichtlich so beschissen programmiert, weil du die Typen halt wirklich da rauslotsen musst. Ach, da sind sie. Da kommen sie angelaufen. Kommt mit. Deine Gefolgschaft. Ja. Bist du stolz auf so ein Volk? Nein. Seid ihr jetzt hier? Bitte. Komm her. Warte. Oh nein. Ist ja heiß. Sie fangen aber an, dich weiter anzubeten. Das ist nicht okay. Okay, ganz langsam jetzt. Ganz. Oh Gott. Okay. Danke. Ganz langsam. Uiuiui. Ja, yeah, viele Leute. Okay, sie sind da. Vielleicht kriegst du ja die auf der Mauer sind, auch noch. Ja, wobei, versuch's aber nicht. Die laufen da so bedrohlich rum, da hab ich keinen Bock drauf. Ich hoffe, die folgen mir. Ja. Oh yeah. Jingle, hello. Natürlich folgen mir nur zwei. Oh nein. Bitte sagt mir nicht, ihr seid runtergefallen. Die Kamera ist aber auch wirklich elendig. Nein, sie hängen da an der Kante fest. Was ist mit dir? Du bist der ihr seid nicht so viel. Meisten kognitiv limitierte See, Alter. Ihr seid nicht so viel beten. Betet mich nicht an, folgt mir einfach, Alter. Ey. Warum sieht man euch nie beten, Vater? So. Jetzt aber. Alle vier? Ja. Yeah. Super. Mhm. Lalalala. Oh ja, endlich. Boah. Jetzt kommt der NWR hier und wir werden hier Scheiße mal mit Dampf machen. Ja. Ja, los! Greift ihn an! Geil! Yes! Nein! Ist ja gerade einer zermatscht worden. Oh nein! Nein, alle meine Boys sind noch hier, ey! Das sind aber nur noch drei, oder? Aua! Echt? Wenn einer zermatscht worden ist. Ne, alle vier noch hier. Aber der hat gekotzt gerade. Oder aber angegriffen, ja. Aua. Ey. Was prügelt auf ihn ein? Bitte. Super, gut gemacht. Okay. Geil, Jungs, ich bin stolz. Awesome, guys, und jetzt der Boss. I said no sneakers. I think you'll let it in somehow. What with my friends here? Alright, guys, just steady on. I'll fuck this up. You seem like my kind of guys. But I need the password. Password? Guys, do you know what the password is? Fascia. 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 Sedalio? How do you know that? I know everything. I'm the king. Well, I will be. Didn't you see the prologue? What? Oh. Can you come in? Yeah. Let's have some fun. Dankeschön. Jetzt können wir endlich mal da rein, Alter. Ich sehe den Prolog, ich liebe es. Ja. Da ist noch Schoki. No. Wollen wir rein hier. Gehen jetzt rein. Und was uns im nächsten Part dann erwartet, sehen wir dann hier. Oh, es könnte gut werden. Die Disco-Mucke verspricht schon einiges. Wir sehen hier. Oh, shit. Da tanzt übrigens Barry und die ganzen Gehörs, ey.
Ja, geiler Scheiß. Ah, jetzt habe ich das schon geöffnet. Ah, egal. Ja. Beim nächsten Mal werden wir dann. Oh, komm. Ja, okay. Jedenfalls. Beim nächsten Mal werden wir dann. Warum sind die Jungs eigentlich nicht mit reingekommen? Haben die keine Lust zu feiern? Sind hier. Sind die Jungs? Ach, da sind sie, okay. Ja, yeah, meine Jungs, ey. Ja, warte, ich muss mit meinen Jungs hier. Denen das ist zu verdanken, dass ihr drin bist, Mann. Ich und meine Jungs hier. Zusammengearbeitet. Ich und meine Jungs. Yeah. Wir verabschieden euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah. Oh yeah. Das haut rein, Alter. Wow. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal.